So. Jetzt müsste... Jetzt... Jetzt müsste ein Bild da sein. So. Spiel umstellen. Stream Deck Alternative hoch und... Ja, weiter geht's. Hauptsache Wiener hat noch überlebt den Angriff auf die Zitadelle. Unsere Marco geht's nicht ganz so gut. Der hat sehr großen negativen Sturz, nee, positiven Sturz vorne. Ich glaube, mit dem ist nicht mehr viel zu machen. Ja, wer gestern nicht zugeguckt hat, dem würde ich empfehlen, den Stream gestern zu gucken, weil es ist viel passiert. Wir sind dahinter gekommen, was jetzt eigentlich hier alles passiert und was die Reaper vorhaben und was die Geth vorhaben und was Zarin vorhat und so ein paar Geth haben wir schon auf dem Weg hierher von Ilos über den Haufen gefahren. Wir sind aus diesem tollen kleinen Mini-Masseneffekt-Portal gekommen und wir haben den Auftrag, die Reaper hinter dem Orkusnebel weiter gefangen zu halten. Dafür müssen wir nur eben in den Kontrollraum und da auch nur mal eben diese Datei hochladen, die wir von V-Chill bekommen haben. Also nichts einfacher als das. Man sieht auch schon, es gibt ein kleines Begrüßungskomitee. Also, es ist wirklich klein. Das ist euer Ernst. Okay, sie haben es immerhin durch mein Schild geschafft. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. So, Erwina, hast du irgendwas zu erzählen? Bitte leiten Sie die Das Präsidium wird durch schwere Fehlfunktionen auf der ganzen Ebene beeinträchtigt. Alle außer den Notfallteams müssen sofort evakuiert werden. Geben Sie mir einen Überblick über die Schäden. Wir haben die gesamte Primärenergie auf der Ebene verloren. Die Lebenserhaltung reagiert nicht. In den Sektoren 2, 3, 6 und 7 brennen Feuer der Klasse 3. Die zivilen Verluste sind hoch. Es befinden sich außerdem zahlreiche unautorisierte synthetische Lebensformen auf der Station. Sie müssen als feindlich angesehen werden. Bitte seien Sie vorsichtig. Ja, danke. Ja, ich werde es versuchen, vorsichtig zu sein. Gibt es zufälligerweise noch Überlebende? Was ist mit Captain Anderson und Botschafter Udina? Was ist aus ihnen geworden? Ich habe keine Informationen über den Status einzelner Personen. Sobald die aktuelle Krise vorüber ist, werden wir eine Aufstellung aller Todesopfer und Überlebenden anfertigen. Was ist mit dem Rat geschehen? Entsprechend der Standardprozeduren wurde der Rat auf die Destiny Ascension evakuiert. Also auf das Flaggschiff der Ratsflotte. Das riesengroße Ding, was wir im letzten Stream am Ende auch gesehen haben. Tja. Wo ist Zarin? Der frühere Spectre-Agent Zarin Arterius nähert sich der Ratskammer. Es wurde ein Haftbefehl für ihn ausgestellt, aber die Zitadell-Sicherheit steht zurzeit nicht zur Verfügung. Tja, dann werden wir uns wohl drum kümmern. Alles klar, Wiener, dann frohes weiter warnen. Na los, wir müssen Zarin aufhalten, bevor es zu spät ist. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Dies ist keine Übung. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Ach, das ist keine Übung. Dies ist keine Übung. Ich hab echt schon gedacht, boah, das haben sie aber echt gut hinbekommen. Ich war vorhin etwas irritiert, dass unsere lila Haare, lila Lippen und lila Augen auf einmal weg wären und hat schon gedacht, es wäre irgendwas kaputt, aber es war wohl nur die Lichtverhältnisse. Da ist er ja. Und da ist die Destiny Ascension. Die Zitadelle schließt sich! Sie versiegeln die Station! Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Wir haben letztes Mal gelernt, die Sovereign ist durchaus besiegbar. Theoretisch. Zumindest.
hat den Aufzug blockiert. Ausrüstung an. Wir gehen raus. Drammemore raidet uns und bringt 6 Leute mit. Seid gegrüßt. Die T-Runde wächst. Hallo, Ferentastic. Ich sag gleich was, wenn die Cutscene vorbei ist. Ah, perfekt. Hey, danke. Was, wenn du den Raid verpackst? Verpackst? Verpasst? Was? Hi, auf jeden Fall. Hi, Drummermore und hi, wie hat meine Vorlesetante dich falsch ausgesprochen, Verena? Und hi, alle anderen 4, willkommen. Verkackst, okay. Wenn du den Raid verkackst, hast du doch gar nicht. Das hat wunderbar funktioniert. Außer du wolltest nicht zu mir. Ich hab dich zu Ende gesprochen. Möchtest du, dass ich irgendwas von dir jetzt noch sage, was du noch an die Leute von dir richten wolltest? Ehrlich, ey. Ja, also... furchtbar. Nee, alles gut, okay. Die T-Runde wächst. Hallo, hey. Benzo28. Guck mal, deinen Namen kann so richtig aussprechen. Vielen herzlichen Dank auch für dein Follow. Ja, die T-Runde wächst. Ich grüße euch. Dann wart ihr ja gar nicht mehr so lange. Hätte ich auch voll warten können. Ich wusste es ja nicht. Gut. Wir sind dabei, die Galaxie zu retten, beziehungsweise wir haben es mal vor, ob wir es schaffen, weiß ich noch nicht. Wir sind in den Endzügen von Mass Effect 1. Das wird jetzt also schwierig, die gesamte Story kurz für euch zu wiederholen. Falls ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, werdet ihr jetzt natürlich fundamental gespoilert, also müsstet ihr euch jetzt entscheiden, wollt ihr da bleiben oder wollt ihr lieber noch gehen? Ja. Gut, muss aber leider weiter. Guten Stream, auch mal einen schönen Sonntag. Den wünsche ich dir ebenso, Benzo. Erhol dich gut und dann sieht man sich irgendwo auf den Weiten von Twitch sicher irgendwann wieder. Spontan aufgehört, so nach 4 Stunden 40 war dann auch mal gut für heute. Ja, ich habe das gestern auch gemerkt beim Stream. Man hat so seine Planung und dann geht's spontan entweder länger oder mal geht es dann auch spontan kürzer. Das ist dann aber auch der Vorteil, dass man ja problemlos aufhören kann. So, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich genau? Muss leider weiter lernen, aber wollt ihr mein Follow da lassen? Vielen herzlichen Dank dafür. Dann viel Erfolg beim Weiterlernen an diesem Sonntag. Du bist echt nicht zu beneiden. Und auch dir dann noch einen schönen Sonntag. Das Lernen hat ja hoffentlich irgendwann ein Ende dann heute noch. Mal schauen, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Ich brauche noch so eine Räuspertaste. Apropos Räuspertaste, wieso sitze ich? Ich sitze so weit. Ich verstecke mich hinter Tali und Ashley. So, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts überlesen. Ich könnte mich ja hier muten. Ich müsste halt nur die Maus bedienen. Das ist langweilig. Aufpassen! Danke, Gareth. Ich hätte echt... Also danke für den Hinweis. Das hätte ich so jetzt nicht gemerkt, dass ich aufpassen sollte. Weil so eigentlich, die können wir eh nichts. Lebt ihr noch oder fliegt ihr schon? Ich habe die Vermutung, da hinten ist noch wer. Meine Kameraden versuchen gerade, die Citadel zu durchlöchern. Ist so, Hauptsache Fuse. Ach, weißt du, über den Punkt bin ich schon lange drüber hinaus, dass mich das noch irgendwie interessiert. Ach, ein Raketenschütze. Ja, gut. Wenn das Spiel sagt, dass da einer ist, dann ist da wohl einer. War einer. Jetzt bin ich bereit. So. Wir haben die Schilde verloren.
Das ist eine Lüge, Garrus. Ich sehe in meinem Hut, dass du deinen Schnitt noch hast. Apropos, Drummermore, wenn du gerade Ether bist. Ich weiß nicht, ob du gerade sowieso woanders hin wolltest, weil sonst könnten wir kurz mal gucken. Ich habe mir extra gemerkt, Spielstand 35 war es. Spielstand 35. Wir könnten gucken, was passiert, wenn wir Ashley und Liara gegeneinander kämpfen lassen. Aber ich mal geschwind einen Cut. Wir retten die Galaxis gleich weiter. Vorher erzeugen wir erstmal Stimmung auf unserem Schiff. Das ist, Verstärkung. Das muss jetzt noch sein. Wir beeilen uns lieber. Chief, wir haben soeben ein Schiff. Es ist bereits hier. Spuckt immer mehr Geld aus. Ja, es sind so viele. Ich aktiviere die. Das werden sie nicht. Wir so, jetzt müssen wir natürlich Ashley retten, sonst klappt der ganze Plan ja nicht. Es ist die richtige Entscheidung. Und sie wissen das, Ash. Ich verstehe. So, und alle, die beim vorletzten Stream nicht dabei waren, für die wird das gerade verwirrend, aber wir müssen noch eine offene Frage klären, was mit einer Gesprächsoption passiert, die wir bisher für besondere Zwecke aufgehoben haben. Und nachdem Drummermore ja unbedingt wissen wollte, was passiert, habe ich es im letzten Stream nicht gemacht, weil da hat sie nicht zugeguckt, aber jetzt guckt sie ja zu, jetzt kann man da ja mal gucken, was passiert. Nun muss ich mich leider durch diesen ganzen Kack hier nochmal durchkämpfen, weil ich leider zwischendrin nicht speichern kann. Aber ich habe es jetzt dreimal geschafft, die ganzen Geths hier zu besiegen. Dann werde ich es jetzt auch ein viertes Mal noch schaffen. Oh Gott, ich habe jetzt wieder andere Waffen. Wow. Nicht auf mich schießen hier. Verloren. Alle wieder zusammengeflickt. Hat er gerade auf seinen eigenen. Auf seinen eigenen geschossen. So, wo ist noch wer? Wer hat noch nicht? Hier irgendwer schießt. Da hinten schießt noch wer. So, war's das? Commander, Sie müssen die Bombe legen und verschwinden. Wir können nicht länger. Offenbar war's. Linke Flanke, linke Flanke. Sparfeuer, Sparfeuer. So, die nächste Karte ist nicht abbrechen können. Natürlich war alles umsonst. Warum? Ich würde das Ganze hier mal ab. Als ich das verstand. Sovereign. Sie war. Kann ich, warte mal. Ich müsste doch jetzt eigentlich ziemlich gut mit meiner Schrotflinte ihn. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee. Die müsste der ganze Schatz so schnell vorbei sein. Ja, ist es. Perfekt. Ich hätte es mir ganz einfach machen können. Speedrun, Räuberisch ist am Start. Ja, ich meine, das ganze Wissen ist gerade der Speedrun-Rekord bei Mass Effect. So, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir ihn hier laufen lassen. Wir hätten das Spiel an der Stelle eigentlich schon beenden können. Fast beenden können. Aber gut. Alle festhalten! Yay, Atombombe. So, jetzt wird's gleich lustig. Naja, im Moment, jetzt müssen wir erst noch das Debriefing machen und dann wird's lustig. Aber das kann ich jetzt hier wenigstens wieder spielen. Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir hatten keine Zeit. Ich konnte nicht Sie beide retten. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Tut mir leid. Ich weiß.
Und ich bin dir dankbar. Es war nicht Ihre Schuld und es war... Jawohl, Sir. Commander, entschuldigen Sie die Störung. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Jo, hau rein, Yara. Aber mach schnell, ich will schließlich zu der einen Gesprächsoption vorspulen. Umarmen Sie die Ewigkeit. Nee, ist eine Ordnung, das kann ich nicht abholen. Da, ein Kampf! Ich weiß jetzt schon, dass es super enttäuschend wird. Aber ich will es trotzdem wissen. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Eine Shay ist aufgetaucht. Sie ist sehr effektiv. Hi Shay. Auch dir einen wunderschönen guten Sonntagnachmittag. Das war unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ja, das liegt an der Legendary Edition. Diesmal habe ich den Gag hinbekommen. Konnten Sie etwas aus den Visionen heraus? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze proteanische Reich... Was ist mit der... Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Wir müssen nach Eilen. Ich finde mal effektiv. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im... Die Terminal. Röhre ist auf... Tut mir leid. Diese Verbindung ist... Wir sind Commander, hier in diesem Sektor gibt es eine Kombar. Loggen Sie uns... Commander Shepard. Saren, so, wir müssen noch schön bla 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 bla. Es ist früher. Unser Rat wieder der Rat. Wir mag uns nicht. Shepard, so, jetzt Miss Williams, wir drei müssen uns unterhalten. Ja, unterhaltet euch mal. Wenn wir die Situation nicht bald lösen, wird alles noch viel komplizierter. Was ist hier kompliziert? Ich hoffe, dass wir diese Sache auf zivile Weise klären können. Ich möchte nicht, dass sich die Situation noch verschlechtert. Beim dritten Mal ist es irgendwie noch lustiger. Wo wir beide doch so prima miteinander ausgekommen sind in letzter Zeit. Also, jemand in diesem Raum hier muss eine Entscheidung fällen. Wir beide sind es jedenfalls nicht. So, jetzt darf ich bloß nichts Falsches klicken, weil jetzt... Also, das vielleicht da? Können wir die Situation irgendwie lösen. Ich denke, dass wir das müssen. Ich weiß zwar nicht viel über menschliche Beziehungen, aber ich kenne die Bedeutung der Eifersucht. Eifersüchtig? Auf Sie? Sie sind noch nicht einmal ein Mensch. Vielleicht fühlen Sie sich deswegen verunsichert. Ich bin nicht wie die vorherigen Rivalinnen. Mich können Sie nicht einschätzen. Feindseligkeit ist eine natürliche Reaktion auf das Ungewohnte. Doktor, wenn Sie mir weiter Vorträge halten wollen, werden Sie reale Feindseligkeit kennenlernen. So, Leute! Also ich glaube, dass nichts passieren wird, dass wir sagen einfach nur, weiß ich nicht, wir werden irgendwas Unpassendes sagen und kriegen irgendwas Unpassendes als Antwort zurück. Aber ich bin trotzdem gespannt, was passiert. Nachdem sie schon den Dreier nicht wollten, vielleicht wollen sie ja gegeneinander kämpfen. Ich liebe es, wenn sich die Frauen um mich schlagen. Tut mir leid, Commander. Diese Fantasie wird nicht wahr werden. Wir sind nicht verheiratet. Wenn du etwas mit diesem Alien anfangen willst, bitte, nur zu. Das gibt mich nichts an. Ach ja. Na gut, okay. Ist es tatsächlich, also das war jetzt sehr... Wie langweilig ist die denn? Ja, eben. Guten Tag allerseits. Einen wunderschönen guten Tag, Fellner. Wie geht's, wie steht's? Ein schönes Wochenende hattest du hoffentlich bisher. Und auch du, Shay, hattest hoffentlich bisher ein schönes Wochenende. Tja, nachdem sich jetzt also Liara und Ashley nicht prügeln wollen, wie wär's mit dem Dreier, jetzt wo Fellner da ist? Was? Warum muss ich eine Wahl treffen? Vielleicht könnten wir drei, ja. Nur in deinen Träumen. Ach Mann, ich hoffe, dass ihr beide glücklich werdet. Oder ihr alle. Oder wie auch immer. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, ich muss meine Ausrüstung warten. Sie tut mir leid. Ich hoffe, dass sie damit klarkommt. Ash ist eine starke Frau. Sie wird drüber hinwegkommen. Du hast wohl recht. Tut mir leid, dass ich dich in diese Position gebracht habe. Wie fröhlich sie jetzt ist. Aber es fühlt sich gut an, dass du mich gewählt hast. Ich denke, wir sollten diese Unterhaltung nicht im Kommraum weiterführen, Shepard. Sie wissen, wo sie mich finden, wenn sie sich privat mit mir unterhalten wollen. Ja. Das war jetzt allerdings nur der Rückblick. Ein sehr enttäuschender Rückblick möchte ich hier nochmal bevor. Ich habe +2 vorbildlich bekommen, obwohl ich gesagt habe, kämpft ihr Bitches. Und wenn ihr schon nicht kämpfen wollt, dann vielleicht hier einfach euch beide. Das ist sehr vorbildlich mein Verhalten gewesen. Es ist herrlich. Allerdings lebt es nur in eurer Fantasie weiter. Irgendwie erwische ich nie den Sam, wenn ich hier bin. Kannst du dem, wenn du ihn mal erwischst, nochmal Danke für den Gifted Sub ausrichten?
Das mache ich doch sehr gerne, Fariner. Allerdings, Sam guckt hauptsächlich die VODs, glaube ich. Der hat nie Zeit, wenn ich stream, deswegen guckt er immer nur am Anfang rein, überhäuft mich mit Subs und Lobs für mich und meine Streams und verschwindet dann im Lurk. Ja. So. Genau, also in echt, nicht in echt, wie soll ich das jetzt sagen, in meinem richtigen Playthrough von Mass Effect 1, den ich jetzt auch weitergeführt habe, habe ich mich für Ashley entschieden, weil ich wissen wollte, ob die tatsächlich in der Legendary Edition es möglich gemacht haben, gleichgeschlechtliche Beziehungen einzugehen, was im Original nämlich noch nicht ging, und das geht offenbar, auch wenn uns Ashley als Mann bezeichnet, aber gut, man muss halt Abstriche machen. Und ja, wir sind dabei kurz vorm Ende. Nach 33,5 Stunden sind wir kurz vor dem Ende von Mass Effect 1. Das heißt, hier nochmal an alle Dazugekommenen die Warnung, falls ihr Mass Effect 1 selbst noch spielen wollt und euch die Superstory von Mass Effect nicht verspoilern lassen wollt, dann wird's jetzt schwierig für euch, weil jetzt geht's quasi darum, dass alle Fäden, die wir bisher hatten, alle Stränge zusammengeführt werden. Also das ist jetzt quasi Riesenspoiler-Alarm. Obwohl, eigentlich war der Spoiler schon im letzten Stream. Also eigentlich ist egal. Ich halte mich jetzt nicht zurück, auf jeden Fall. Wir sind jetzt dabei, Zarin eine zu klatschen und die Zarin in ihren Orkusnebel zurückzubringen, wo sie herkommt. Und die Galaxie vor der Invasion der Reaper zu bewahren. Könntest du mal aufhören mit deinen Kokana? Was machst du denn? Was ist denn hier los? Kokanischer Warlord. Hey, bleib hier, ich wollte dich noch töten. Na gut. Wow! ...1,50 Meter Abstand, bitteschön. Sauerei. Ach du Schande, was ist mit euch los? Warte, 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 ich hab keine Deckung. Jetzt hab ich Deckung. Oh, voll in Schritt. Oh, das tut mir leid. Ich weiß, ein Geth hat da theoretisch nichts, aber das sollte man trotzdem nicht tun. Danke, dass du dein Schutzschild selbst kaputt geschossen hast. So, und das Ende von Mass Effect wird relativ schießlastig und weniger sprechlastig. Was sein könnte, dass ich dann mich jetzt doch eher konzentrieren muss, nicht zu sterben. Hallöchen. Leute, wir haben Feuerwerkverbot. Das gilt auch für Mass Effect. Zitadell Verteidigungsturm öffnen. Oh, machen wir jetzt Tower Defense hier. Falsche Taste. Ich werde es auch im letzten Stream von Mass Effect nicht lernen. Oh, tatsächlich, es funktioniert. Komm, ich habe keinen Bock auf das Minigame. Wir machen es mal mit. Mit Medigel, nee, nicht Medigel, mit. Wie hieß es nochmal? Universalgel. Ich habe ja genug davon. Da noch. Ach da! Steht mitten in der Landschaft. Puh. Einmal durchatmen, habe ich jetzt alle. Halal.
So, du kriegst jetzt erstmal eine Front ab mit einmal das. Ach, ihr habt alle keinen Bock, irgendwelche Fähigkeiten zu benutzen. Toll. Störer online. So, jetzt machen wir hier einmal einen super Elite-Attentatsschuss. Noch einer, ganz toll. So, jetzt ist aber genug, oder? Noch einer. Jetzt ist genug. So, nebenher mal Medigel aufgetragen. Medigel, Medigel, oh, ich liebe Medigel. Und ich liebe meine Schrotflinte. Moin. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Kanonen nicht auf mich hören wollen, in dem Fall, sondern auf wenn sie schießen. So will man eben kochen, alles klar, Troublemore, dann viel Erfolg dabei und guten Appetit. Sofern es was geworden ist. Krieg ich denn die Dinger kaputt? Gut, hat sich erledigt. Nur krieg ich die also kaputt. Also, ich gar nicht, aber mein Team, das reicht. Lustigerweise nicht auf die Abgeben schießen. Oder kann ich? Warte. Oha, Killerspiel am Start. Na, also, das sollte helfen. Was? Aber es ist halt der Showdown, die letzte Mission. Hier geht's um alles. Das letzte. Der große Angriff des Gegners und die große Abwehr. Da wird halt ein bisschen mehr geballert als sonst. Ansonsten habe ich bisher immer mich höchstlichst daran gehalten, alle Probleme durch Diplomatie zu lösen, ja? Das möchte ich hier noch einmal betont haben. Wo geht's denn jetzt wieder zum Strand? Dafür, dass es der erste Teil ist, sieht nicht schlecht aus. Es ist zwar der erste Teil, aber es ist die Legendary Edition, die sie letztes Jahr rausgebracht haben, mit neuen Texturen, verbessertem Gameplay und so weiter und so fort. Von dem her kann man es nicht mehr ganz vergleichen von dem 15 Jahre alten Spiel. So. Und ich blende mich mal eben aus. Ich blende mich wieder ein, weil doch keine Cutscene kommt. Yay! Könntet ihr euch mal bitte heilen? Dankeschön. Oh, ja. Hast du mal 4 gespielt? Nein, ich spiele keine Horrorspiele. Wirst du alle Mass Effect Teile spielen?
nicht beantworten. Also gespielt habe ich alle schon privat, so gesehen. Für mich ist es nichts Neues. Mass Effect 2 würde ich eigentlich schon ganz gerne noch streamen, weil Mass Effect 2 einfach der beste von den drei Teilen ist. EGM ist heiß. Ja, ist heiß. Leck dich nicht ab, Chiara. Ich würde sagen, deine Mutter ist heiß, aber die ist schon tot. Die haben wir höchstpersönlich getötet. Und die war nicht heiß. Ha! Siehst du, Geth, deswegen ist es immer wichtig, in Decken zu bleiben. War neugierig, was du danach spielst, wenn du sagst, das ist die letzte Mission. Danach ist geplant als Storyspiel Far Cry 6. Mit Chad zusammen im Koop. Und jetzt kommt Katzi. Hallo Saren. Tschüss Saren. Auf seinem lächerlichen Silver Surfer auftritt. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Rechtzeitig wofür? Die letzte Konfrontation. Wir haben doch beide mit so einem Ende gerechnet. Sie haben verloren, das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Bei ihm ist halt auch echt nicht mehr arg viel übrig geblieben von dem Turianer, der er mal war. Das klingt ja schon sehr, sehr blechern und robotisch. Also jetzt müsste auch noch der letzte Idiot gecheckt haben, wie indoktriniert Saren tatsächlich schon ist. Die Reaper werden zurückkehren. Die kann ich aufhalten. Ich bin nur nicht Shepard. Eine Frau rettet das ganze Universum. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Warmeier überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Hast du jetzt Glasfaseranschluss in deinem Kopf? Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Warmeier musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Ja, oder dann habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Sag dem Verrückten, dass er verrückt ist. Das wird er bestimmt glauben. Wir tun's trotzdem. Wir sind ja nett. Wir glauben an das Gute im Menschen. Wir glauben an das Gute im Turianer. Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Ihre Wiedergeburt. Jetzt für 12,99. Die Sovereign hat noch nicht gewonnen. Ich kann verhindern, dass sie die Kontrolle über die Station übernimmt. Treten Sie zur Seite, dann wird die Invasion nie geschehen. Wir können sie nicht aufhalten. Nicht auf Dauer. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Die Reaper sind zu mächtig. Einem Teil von Ihnen muss doch klar sein, dass das falsch ist. Sie können dagegen ankämpfen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich.
Oh, fast hätten wir es geschafft, ihn zu überreden. Du musst nur an dich glauben, Saren, dann kommt das Gute in dir zurück. Oh Gott, ich krieg gleich selbst, naja. Es ist noch nicht vorüber. Sie können das noch wieder gut machen. Leben Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. Hey, das hat geklappt. Geil. Okay, Spiel zu Ende. Galaxie gerettet. Was soll schon schief gehen? Dramatischer Abgang des Superbösewichts. Vorbildlich plus 24, das bringt mir jetzt auch noch voll ins Viel. Mein Balken ist eh schon am bersten. Und das da, ja, das möchte ich hier bitte ignoriert haben. Ich musste manchen Menschen oder manchen Spezies in diesem Spiel einfach mal ernsthaft die Meinung sagen. Das ist nicht abtrünnig, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Dass ich einem Rassisten sage, dass er rassistisch ist, ist nicht abtrünnig, das ist normal. So, ja dann, mach dir doch einen Hotkey, damit du die Cam ausschaltest. Hab ich doch. Sogar animiert. Ich hab noch was viel besseres wie ein Hotkey. Ich hab ein ganzes Stream Deck. Nee, Stream Deck ist, glaube ich, eingetragenes Markenzeichen von Elgato. Ich habe ein Stream Deck kann, das Stream Deck ist ein Stream Deck. Das kann Elgato nicht für sich beanspruchen, den Namen. Dashboard. Ich habe so ein Ding, wo man drauf rumdrücken kann, dass Sachen passieren. Tastatur nennt sich das, nur halt für Stream. So, egal. Finn Shepard hat immer so einen Unterton in der Stimme. Shepard hat... Also sagen wir mal, die deutsche Synchronisierung ist ausbaufähig. Sagen wir es. Ich glaube, im Englischen ist die Synchro besser. Aber ich finde sie jetzt im Deutschen nicht so schlimm, als dass ich es jetzt auf Englisch gestellt hätte. Erst denken, dann reden. Ist meistens die richtige Alternative. So, Steuerkonsole. Dann wollen wir doch mal die Reaper hinter ihrem Orkusnebel da lassen, wo sie hingehören. Und nicht, dass sie jetzt die Welt... Die Welt ist falsch. Die Galaxie invasieren. Nee, mit ihrer Invasion starten. Ich bin mal ruhig und lass das Spiel sprechen. Das ist, glaube ich, besser so. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Oh nein, stimmt. Ich muss jetzt noch... Modestum Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole. Der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Es warten ja jetzt noch ganz schwierige Entscheidungen auf mich. Das hatte ich ja völlig verdrängt. Oh Gott. Ich habe jetzt schon keinen Bock, die Entscheidung treffen zu müssen. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie bereit, Menschenleben zu opfern, um den Rat zu retten, Shepard? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Der Rat muss zum Wohle aller geopfert werden. Vergeuden Sie die Verstärkung nicht. Halten Sie sie zurück, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen. Dann kann die Flotte der Menschen die Sovereign angreifen. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Ich hasse diese Stelle bei Mass Effect 1, weil sie hat nur Scheißantworten. Egal was ich mache, es ist Scheiße. Auch bezogen auf die weiteren Spiele. Das ist jetzt übrigens eine Entscheidung, die ich treffen muss, die beide weiteren Teile der Trilogie entscheidet. Der Rat ist das zentrale Politorgan der gesamten Vereinigten Spezies der Galaxie. Das ist wie wenn ich die Bundesregierung ausschalte. Das wird nicht gut sein für Deutschland, egal wer da gerade in der Regierung ist. Es gibt, ich weiß nicht genau, was es für Konsequenzen hat, den Rat sterben zu lassen, aber es wäre eigentlich mal interessant zu sehen, was da passiert. Tendenziell bin ich dafür, den Rat zu retten.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was konzentrieren Sie sich auf die Sovereign? Also im Endeffekt, solange die Reaper eine Gefahr darstellen, ist es eigentlich pups egal, was mit den restlichen Lebewesen in der Galaxie passiert, weil wenn die Reaper reinkommen, dann ist halt Ende. Dann werden die halt alles töten, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Das Problem an dem Rat ist, dass er in dem Verlauf des Spiels eigentlich gezeigt hat, wie wenig wie viele Fehler er gemacht hat, wie wenig er flexibel ist, wie wenig er auf die eigentlichen Probleme gehört hat. Es ist nur so, ich glaube, es kommt selten was Besseres nach. Also ist das... Lassen Sie den Rat sterben, ist halt schon sehr... Konzentrieren Sie sich auf die Sovereign. Ich meine, es ist jetzt schwierig, euch zu fragen, weil ihr habt weite Teile des Spiels ja nicht mitbekommen. Sonst hätte ich gesagt, ich lasse den Chat entscheiden. Aber so werde ich wohl mit den Konsequenzen leben müssen. Die wir aber erst in den späteren Teilen erfahren. Also so gesehen kann ich mich jetzt hier entscheiden, für was ich will. Ich sehe die Sovereign Rat sterben lassen. Nee. Ich sehe die Sovereign als das größte Problem momentan an. Das heißt, eigentlich müsste man alles darauf konzentrieren, die Sovereign zu zerstören. Dass von den Reapern keine Gefahr mehr ausgeht. Wenn dabei das Schiff, die Destiny Ascension, kaputt geht und der Rat stirbt, dann ist es halt so. Auf der anderen Seite, den Rat zu retten, heißt doch eigentlich auch, die Sovereign zu zerstören. Es ist eigentlich egal, wie ich mich entscheide. Die Sovereign muss fallen. Ich entscheide mich jetzt für das. Warten Sie, bis sich die Arme öffnen, Joker. All unsere Schiffe müssen sich auf die Sovereign konzentrieren, auch wenn wir so den Rat opfern. Ein Opfer zum Wohle aller. Hoffentlich ist es nicht vergebens. Alle Allianzschiffe halten die Formation. Warten Sie auf eine freie Schussbahn zur Sovereign. Das hat höchste Priorität. Ich wiederhole, das hat jetzt absolute Priorität. Commander! Wir kriegen es ist die Allianz! Öffnen Sie einen Com-Kanal! Hier ist die Ascension! Wir stehen unter schwerem Beschuss! Guardian-Abwehr wurde überwältigt! Die Barrieren sind ausgefallen! Commander, Sie haben die Verbindung abgebrochen. Oh. Scheiße. Gut, das war dann wohl der... Und das war die Normandie. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Er ist tot. Ich bin Sovereign und die
diese Station. Oh, na, nein, er ist zu so einem Springklops geworden. Ich hoffe auch. Achso, warte mal, schön. Ich habe doch hier Überlastung. Liara ist schon überlastet. Störer online. So, und dann, was haben wir hier noch so? Stasis war nicht schlecht. Ach, in Stasis ist er auch unverwundbar. Mist, das hatte ich nicht mehr im Kopf. So, Sabotage. Wow. Das ging schneller als erwartet. Sagen sollen, dass wir den Rat beschützen sollen. Die Sammlung ist zu steil. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Wir hätten die Sammlung auch so irgendwie tot bekommen, was auch immer. Fahre sie runter. Was wollte ich gerade? Ich wollte das da und dann wollte ich das da. So, wo ist der denn? Da ist der denn. Wow, das ist mir eindeutig zu nah. Ganz, also geh mal weg, du. Das ist aber jetzt mal hier ganz schlimm. Jetzt fängt der Spaß an. Nein, der Spaß ist der. Ich habe genug Spaß gehabt. Es könnte wieder aufhören mit Spaß. Gegenmaßnahme eingeleitet. Nein, nicht Deckung. Mann, mach doch nicht so einen Scheiß, Shepard. Jetzt komm. Geh kaputt! Noch ein gezielter! Nein! Noch einer! Jetzt ist es! Ja! Entschuldigung. First try!
Anderson, wir haben sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Was für ein heroischer Ladebildschirm. Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain. Ich würde dieses Treffen gern mit allen Zähnen im Mund beenden. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Es gibt einen anderen Grund, warum Sie hier sind. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Die Flotte der Citadel wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Sie können den Wiederaufbau nicht ohne uns schaffen. Wir müssen bei der Bildung eines neuen Rats die Führung übernehmen. Und er sollte einen menschlichen Vorsitzenden haben. Darauf hat Udina nur gewartet, dieser linke Hund. Vorwand, dass die Menschen in der Galaxie weiter voranschreiten und alles dominieren können. Dies war kein Plan, damit die Allianz die Macht an sich reißen kann. Wenn wir die anderen Rassen zwingen, uns als Anführer anzusehen, wird das zu Problemen führen. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an uns. Und das verdanken wir Ihnen, Shepard. Sie haben die Galaxis vor der Sovereign gerettet. Sie sind ein Symbol für alles, was an der Menschheit gut ist. Für unseren Mut, unsere Stärke. Der Botschafter hat recht. Die anderen Rassen sehen jetzt zu uns auf. Sie werden uns nicht nur als Anführer akzeptieren, sie werden es sogar begrüßen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Ratsvorsitzender werden soll, Commander. Ja, Udina, du hast es ja treffend gesagt. Shepard steht für alles Positive der Menschheit. Und du stehst so für alles Negative der Menschheit. Und du glaubst ernsthaft, dass ich dich jetzt davor schlagen würde, Ratsvorsitzender zu werden? Ah, leck mich, Udina. Du wolltest dieses Treffen mit allen Zähnen beenden, dann würde ich jetzt vorschlagen, du hältst deine Klappe erstmal. Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen. Wir brauchen jemanden mit militärischer Erfahrung, jemanden wie Captain Anderson. Sie haben überzeugende Argumente. Sind Sie bereit dafür, Captain? Ich weiß nicht, ob überhaupt einer von uns bereit dafür ist. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Und wie geht es jetzt weiter? Na, mit Mass Effect 2. Die Reaper sind immer noch da draußen. Sie kommen und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Ciao. Was für ein episches Bild. Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Wir müssen dem Rest der Galaxis zeigen, wie man überleben kann. Mit der Unterstützung der anderen Rassen können wir diesen Kampf gewinnen. Mit ihnen im Rücken können wir die Rückkehr der Reaper aufhalten und sie zurück in den Orkusnebel treiben. Ich liebe das Mass Effect Theme. Thank you.
Und das war Mass Effect 1 in der Legendary Edition. So, lese ich jetzt nicht alles vor, das wird wahrscheinlich eine halbe Stunde gehen. Tja, cool, hat mich sehr gefreut. Ich habe Mass Effect 1 zweimal vorher durchgespielt gehabt in der Originalversion, jetzt einmal in der Legendary Edition. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde, sie haben einen sehr guten Job gemacht, die BioWare-Leute bei der Neuauflage von, oder nicht Neuauflage, ist ein Remaster, ist ja kein Remake, aber sie haben es sehr schön gemacht. Sie haben auch, ich finde, mit Fingerspitzengefühl neue Sachen reingebracht, also das Gameplay ein bisschen verändert. Die Steuerung von Marco war immer noch scheiße, aber ich glaube, das ist auch ein typisches Programmierproblem. Das werden sie auch nicht mehr schön gekriegt hätten. Das hätten sie auch nicht mehr schön gekriegt, so rum. Macht Lust auf mehr. Die neueren Mass Effect Teile, Teil 2 und Teil 3, sind natürlich auch schon grafisch gesehen besser gewesen. Also ich glaube, da wird der Unterschied nicht mehr so groß sein zwischen Original und Legendary Edition. Aber wie gesagt, Mass Effect 2 eindeutig für mich, also ich kann ja nur aus meiner Perspektive reden, für mich eindeutig das beste Mass Effect. Auch wenn man ja normalerweise von so Trilogien Teil 2 verschreit als Brückenspiel, wie auch immer, der quasi Anfang mit Ende verbindet und eigentlich zwischendrin passiert nicht viel. Ich finde, BioWare hat es geschafft, mit Mass Effect 2 eine super Story zwischen reinzupacken. Und ich finde bei Mass Effect 2 das Beste, also wir reden jetzt gerade über Mass Effect 1, also eigentlich, aber so Vorausblick Mass Effect 2, warum ich das auch unbedingt spielen möchte. Ich finde, bei Mass Effect 2 haben sie den Fokus auf die einzelnen Crewmitglieder gelegt. Und das finde ich einfach cool, weil es normalerweise bei Spielen nicht so ist, dass du so viel Tiefe hast bei den Nebendarstellern. Das ist ja bei Mass Effect 1 schon so im Prinzip rausgekommen, dass man nicht nur, es geht nicht nur um Shepard. Also klar sind wir die wichtigste Person und im Endeffekt retten wir ja auch mit unseren Entscheidungen und unserem Tun die Galaxie erstmal. Aber trotzdem, man hat eine Ashley und einem Kaidan und einer Liara und einem Garrus und so weiter, dann hat man Tiefe eingefaucht. Und das finde ich das Schöne an der Mass Effect Trilogie. Mal abgesehen davon von der Story an sich, die meiner Meinung nach besser ist wie die von Star Wars, auch wenn man mich jetzt köpfen würde für die Aussage, aber sind wir mal ehrlich, die Story von Star Wars, die kannst du in der Pfeife rauchen. Deswegen sind auch die neueren Star Wars so kacke, weil du kannst aus einer schlechten Story halt nichts mehr rausholen. Und Star Wars ist auch cool, ich habe auch alle neuen Teile, ich finde auch die neueren nicht so schlecht. Aber ich finde, Mass Effect ist halt das moderne Star Wars. Und ich kann es nur nochmal jetzt am Ende sagen, wenn ihr es auch nicht spielt, aber die Mass Effect Trilogie sollte man als Gamer in seiner Bibliothek haben, weil es einfach Kulturgut ist. Und ich glaube, es hat sogar gerade Steam ein Angebot für die Legendary Edition. Also zuschlagen, nein. Wie fandet ihr es denn? sofern ihr da seid und sofern ihr... Ah, guck mal hier, 2008. Ich weiß nicht, warum 2008, eigentlich war es 2007. Aber es kann sein, dass wir da 2008 hingeschrieben haben, weil ja auch die DLCs mit dabei waren. Ich glaube, die DLCs kamen erst ein Jahr später raus. Fand gut, aber selbst spielen habe ich, glaube ich, muss ich es, glaube ich, nicht. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch viele Spiele, wo es immer heißt, die sollte man mal gespielt haben, wo ich aber zum Teil die auch einfach schon als Let's Play geguckt habe. Und deswegen der Reiz weg ist, das nochmal selbst zu spielen, aber ich trotzdem froh bin, dass ich es bei mir in der Bibliothek habe. Aber ich bin halt, ich gebe es ja zu, ich bin ja im Endeffekt auch Spielesammler. Also ich hab teilweise Spiele dabei, die ich selbst nie spielen würde, aber die ich halt einfach besitze, weil ich die halt haben möchte. Ich war generell kein Weltall-Fan, also No Man's Sky ist schon komisch für mich. No Man's Sky ist auch nicht das typische Weltraumspiel. No Man's Sky ist für mich ein eigenes Genre, weil es irgendwie so viele verschiedene Genres und so viele Spielideen in sich vereint. Das hat was, aber ist halt nicht jedermanns Sache.
BioWare möchte den folgenden Personen besonders danken. Und all unseren Freunden bei BioWare Austin. Na dann. So, das... Es geht halt nicht so rumgeballert und so weiter. Ja, also auch wenn jetzt hier der letzte Stream von Mass Effect das ein bisschen falsch darstellt, aber bei Mass Effect geht es halt zum Beispiel auch immer nicht nur ums Rumgeballere. Also natürlich schon auch, aber es wird jetzt nicht der Hauptwert drauf gelegt. Irgendwas muss man ja halt irgendwie machen, um die Lücken zwischen den Dialogen zu überbrücken. Aber ich würde echt mal gerne wissen, wenn ich jetzt nur nehme, wie viel Zeit wir in Mass Effect mit Dialogen verbringen, das dürfte mindestens die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen. Und dann nimmst du noch 20% rumgelaufen, dann bleiben noch 30% Geballer. Also, man muss auch fairerweise dazu sagen, das hat sich in Mass Effect 2 und 3 ein bisschen verschoben. Da gibt es mehr Geballere und weniger Gerede. Aber es gibt halt absolut trotzdem mehr Gerede, weil einfach die Spiele größer sind. Ich muss sagen, nachdem ich jetzt Teil 2 und Teil 3 gespielt habe und jetzt nochmal Teil 1, man merkt schon, dass sie in Mass Effect 1 gute Ideen hatten, aber man merkt noch, dass sie nicht so richtig aus sich rauskamen, die auch umzusetzen. Also das sind an manchen Stellen so Sachen, wo ich mir sage, Mensch, da hätte man auch noch ein bisschen tiefer reingehen können, noch ein bisschen, also sowohl von der Story, von diesen Nebenstorys her, die Nebenstorys sind zum Beispiel alle völlig belanglos bei Mass Effect 1, die hätte ich auch gar nicht machen müssen. Habe ich trotzdem gemacht, die meisten. Ich habe ja auch vieles offscreen gemacht. Ich bin übrigens immer noch dabei, die Credits zu überlabern. Ich hoffe mal, die Credits haben jetzt bald ein Ende, weil ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich noch sagen möchte. Kann ich jetzt eigentlich überspringen? Ich kann nicht. Ich glaube, ich könnte es komplett abbrechen, aber das möchte ich jetzt auch nicht. Ich finde, es gehört sich übrigens auch. Ich finde, nach einem Spiel, das einem vor allem auch gefallen hat und an dem man viele Tage und Stunden Spaß hatte, da ist es den Programmierern und den ganzen Leuten, die da mitgearbeitet haben, auch irgendwie... ist man verpflichtet, sich die wenigstens einmal durchzulesen. Schade, dass du direkt einen Far Cry... Nee, nein, und kann ich auch nicht, weil es noch gar nicht installiert. Ich weiß auch nicht, wann Shay Zeit hat. Ich müsste mich mal mit Shay kurz schließen, wann wir da Zeit für finden. Female Computer. Belinda Cornish. Ja, ist ein bisschen schade, dass die Credits nicht lokalisiert sind, also nicht jetzt zum Beispiel auf Deutschland gemünzt sind. Das heißt, ich sehe zum Beispiel nicht, wer die deutschen Sprecher waren. Oh doch, vielleicht sogar. Keywords, German Team, French Team, Italian Team, Polish Team, Spanish Team. Vielleicht kommen doch noch die Synchronsprecher der anderen Nationen. Italian Voiceover, Synthesis International. Tatsächlich, jetzt kommen die ganzen... lokalen Studios. Adriano de Sulien. Spanish. German. Antje Hink. Translators. Cornelia Bitch. Oh, die ist auch gestraft mit ihrem Namen. Entschuldigung, aber die ist echt gestraft mit ihrem Namen. Ist zwar falsch geschrieben, aber oh. Na, die hat ja auch Freude im Englischen. Erik Einsiedel. Oh, das ist auch ein toller Name. Ach ja. Verantwortlicher Finanzen und Businessentwicklung. Ich warte eigentlich auf den Teil von den Credits, der mich immer am meisten freut, wenn dann unten drunter steht, während der Entwicklungszeit kamen folgende Babys zur Welt oder wurden folgende Hunde adoptiert oder was auch immer. Das finde ich immer am schönsten. Aber das kann auch dauern. Ich glaube, bis jetzt hier dem letzten Assistenten, der Catering-Service gedankt wurde, vergeht noch ein bisschen was. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, wie lang die Credits von Tomb Raider 1 waren. Nämlich genau eine Seite. Wie man 1996 mit einem Dutzend Leute ein Computerspiel produzieren konnte und 2007... laufen die Credits schon, ich weiß nicht wie lange schon durch. Das ist einfach gigantisch, was da mittlerweile an Menschen dahinter stecken, an Firmengrößen. Einen ganz herzlichen Dank gebührt unseren Familien und Freunden, deren Unterstützung und Geduld es uns ermöglichte, nach den Sternen zu greifen. Naja, immerhin. Keine Entwicklerbabys oder Hunde.
Oder Katzen. So. Noch nicht so. Ah, jetzt wirkt es, als ob der Text nach unten läuft. Da, jetzt wirkt alles, als ob es nach unten läuft, weil man die ganze Zeit geguckt hat, wie Sachen nach oben laufen. Kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel im Zug sitzt und immer nach draußen guckt und dann auf die Gleise, die vorbeifahren, die fahren auch dann irgendwann rückwärts. Nun denn, das war also Mass Effect 1. Jetzt haben wir noch ein Extras. Erfolge. Option. Ist auch schön, dass die Optionen unter Extras sind. Was habe ich denn alles erreicht? Ehrenmedaille. Schließe das Spiel in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab. Belohnung. Ich krieg Belohnungen. Cool, das wusste ich noch gar nicht. Schaltet Sturmgewehr, Schrotflinte und Präzisionsgewehrtalente für alle folgenden Charaktere in diesem Profil frei. Schließen Sie Pharos ab. Schließen Sie Eden Prime ab. Das ist auch eine ganz komische Reihenfolge. Schließen Sie Wörmeier ab. 25 mal biotisches Heben. Ja gut, ich hatte keine Biotik. Deswegen ist es schwierig, das einzusetzen. 25 mal Überlastung, Sabotage, Medigel, Neuralschock. Schließen Sie Eilos ab. Finden Sie alle primären Alien-Codex-Einträge. Schließen Sie den Großteil des Spiels ab. Oh, ich habe den Großteil des Spiels abgeschlossen. Also ich würde sagen, für einen einzelnen Playthrough ist es schon recht viel, was wir da an Errungenschaften haben. Schließen Sie Mass Effect 1, 2 oder 3 auf Wahnsinn ab, ohne den Grad zu verändern. Nee, danke. Gehen Sie in Mass Effect 1, 2 oder 3 eine Romanze ein. Gehen Sie in 2 Spielen eine Romanze ein oder frischen Sie eine auf. Gehen Sie in 3 Spielen eine Romanze ein. Oh, jetzt ist Spoiler, die Errungenschaften spoilern, dass man in allen 3 Spielen eine Romanze eingehen kann. Eliminieren Sie 2000 Gegner, eliminieren Sie 100 Gegner mit Nahkampfangriffen. So, das war's. Also wir haben eigentlich alle möglichen Errungenschaften freigeschaltet, die es in Mass Effect 1 gab, bis auf die ganzen biotischen Sachen. Da müsste ich jetzt quasi das Spiel nochmal als Biotiker durchspielen. Das ist aber nicht wirklich mein Spielstil. Das muss dann wohl jemand anderes machen. Tja, was ist, wenn ich auf Fortsetzen drücke? Ah, okay. Das ist, wenn ich auf Fortsetzen drücke. Gut. So viel dazu.